Wir alle kennen die Hollywood Classics, wo die alten Ägypter mit weißen Darstellern besetzt wurden. Sei es Yul Brynner als Ramses in 10 Geboten oder Elizabeth Taylor als Kleopatra. Unter der Regie von John Singleton wurde das erste Mal in Michael Jacksons Musikvideo Remember the Time nur Schwarze als Ägypter besetzt. Aber wie sahen die alten Ägypter letztendlich aus? Schwarz oder weiß? Und warum diese Frage für so viele wichtig ist, erfahrt ihr hier und jetzt bei Lux. Bleibt dran. Die Wurzeln der westlichen Kultur gehen bis in die Antike zurück und wurden entscheidend von den Griechen und Römern geprägt, welche zu den Europiden gehören. Afroamerikanische, afroeuropäische und afrikanische Afrozentristen sind zwar der Meinung, dass es im alten Ägypten einen prägenden Einfluss der griechisch-römischen Zivilisation gab und dass Römer und Griechen sich auch von dem Ägypter inspirierten, doch dass diese eine weiße bzw. eine nicht schwarze war, wird radikal abgelehnt. Die alten Ägypter sind nach ihnen die eigentlichen Kulturschöpfer des Abendlandes und diese Schöpfer waren ihrer Auffassung nach schwarz. Ob an der Theorie etwas dran ist? Dafür einen Riesensprung in die Vergangenheit. Vor mehr als 10.000 Jahren, als in Europa noch Eiszeit herrschte, war die Sahara grün und nicht wie heute eine lebensfeindliche Wüste. In den fruchtbaren Steppen und Savannenlandschaften lebten Jäger, die später auch zu Hirten und Viehzüchter wurden. Sie hinterließen wie die steinzeitlichen Bewohner von Frankreich und Spanien zahlreiche Feldzeichnungen. Nach Skelettfunden handelte es sich bei ihnen um Menschen des Cro-Magnon-Types, die während der Steinzeit den Mittelraum bevölkerten und auch in Westeuropa, insbesondere in Frankreich, lebten. Zu ihren Nachkommen gehören in Nordafrika die Berber, die sich noch heute durch helle Haut auszeichnen, teilweise blaue Augen besitzen und wie Südeuropäer aussehen. Etwa ab dem 7. bis 11. Jahrhundert nach Christus wurden sie durch eingewanderte Araber immer stärker zurückgedrängt und kommen inzwischen nur noch in abgelegenen Gebieten vor. Als mögliche Vorfahren eines anderen Sahara-Volkes, der hochgewachsenen und ebenfalls oft hellhäutigen Tuareg, gilt das Volk der Garamanten, die bereits in der frühen Antike auf dem Gebiet von Libyen ein eigenes Reich gründeten. Mit hellhäutigen Nachbarn aus dem heutigen Libyen hatten die Ägypter oft kriegerische Auseinandersetzungen. Also waren die alten Ägypter nicht hellhäutig, sondern schwarz? Aber was bedeutet es, schwarz zu sein? Nun, die Hautfarbe ist kein rassenspezifisches Merkmal, sondern ist vom Lebensraum abhängig. Ist der UV-Anteil im Sonnenlicht besonders hoch, dominiert unabhängig vom Ursprung die dunkle Hautfarbe, denn ein hoher Melaninanteil in der Haut schützt vor den Schadenswirkungen der UV-Strahlung. Somit ist der Mensch hier keine Ausnahme und Ureinwohner mit einer dunklen Hautfarbe leben deshalb in allen tropischen Gebieten der Erde. Damit ist das erstmal geklärt. Aber zurück zu den Ägyptern. Wie sahen sie aus? Das Aussehen der alten Ägypter lässt sich von ihrer gut erhaltenen Kunst und den Mumien ziemlich gut ableiten. So lassen alle Untersuchungen zeigen, dass die alten Ägypter und ihre Oberschicht nicht den Negriden angehörten. Sie waren also weder weiß noch schwarz. Pharao Ramses II. Beispielsweise besaß rötliches Haar. Die Kunst, die heute erhalten geblieben ist, stammt aus Grabanlagen und Tempeln, wo die Kunst für das Leben im Jenseits und nicht für eine Verschönerung des Alltags bestimmt war. Menschen wurden also nicht nach der Realität, sondern nach ihrer tiefen Bedeutung abgebildet. Männer der Oberschicht zeichneten sich durch eine dunkle rötliche Hautfarbe aus, denn sie gingen im Freien ihren Geschäften nach. Die Frauen dagegen waren die Herrscherinnen des Hauses und organisierten den Haushalt mit einer großen Dienerschaft. In der altägyptischen Kunst werden sie mit einer hellen Haut dargestellt. Nur unbedeutende Menschen der niederen Stände oder Sklaven wurden der Kunst in einem exakten bzw. realen Profil präsentiert. In der Kunst wurden Angehörige von fremden Kulturen gezielt als Fremde dargestellt und unterschieden sich klar von den Bewohnern des Reiches am Nil. Die Ägypter selbst zeichneten sich auf Darstellungen durch eine rotbraune Haut aus und waren nicht schwarz. Schwarze Menschen dagegen wurden als Nicht-Einheimische dargestellt. Sie bereichten auf Abbildungen dem Pharao entweder Tribute oder waren Diener, Sklaven und Exoten auf den Höfen der Großen des Reiches. Akzeptiert wurden schwarze Menschen aus Nubien, also heute Sudan und Äthiopien, auch Söldner in der ägyptischen Armee. Sie wurden dabei in den eigenen Einheiten zusammengefasst und von ägyptischen Offizieren geführt. Zu den Eliteeinheiten des Pharaos, wie etwa die Besatzungen der Kampfwagen, gehörten dagegen nur Ägypter.
Erst in der Spätzeit der Hochkultur, als das Reich bereits im Niedergang begriffen war, gab es in Ägypten neben persischen und assyrischen Herrschern auch einige Herrscher aus Nubien, die schwarz waren. Nun, eins steht schon mal fest. Die Darstellung in Hollywoods der alten Ägyptern ist nichts anderes als reine Europäisierung, wo versucht wird, die Mitgründer der abendländischen Hochkultur als Weiße darzustellen. Aber auch die militante Protestthese der Afrozentristen beruht auf einer Lüge. Man dürfe die ganze Geschichte Afrikas nicht einfach so schwarz malen, um den Aggressoren zu kontern. Dennoch muss man betonen, dass das damalige Nordafrika nicht das Nordafrika von heute ist. Während die meisten Nordafrikaner sich heute nicht als Afrikaner sehen und sich von den Afrikaner Subsahara abschotten, gab es im alten Ägypten und im alten Libyen diplomatische Beziehungen, wo Bantu-Afrikaner die Nordafrikaner in Wirtschaft, Architektur, Mathematik, Philosophie und Spiritualität aushalfen. Naja, Afrika hat seine tiefen Geheimnisse, die so komplex sind. Und selbst ein weiser, kluger Mensch wird diese nie verstehen. Was er aber kann, ist diese zu respektieren.